Microsoft 365 und das passende Backup. Mein Name ist Emanuela Polisi. Ich bin bei Barracuda zum einen im Channel tätig und zum anderen für die Partnerschaft mit Microsoft in Deutschland, Österreich und in der Schweiz verantwortlich. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute so zahlreich teilnehmen und kann auch Ihnen gleich kurz vorstellen, wer Sie durch das Webinar führen wird. Das ist zum einen der Bernd Meyer von Microsoft, der dort Partner Technology Strategist ist. Und gefolgt von meinem Kollegen Hendrik Hirsch, der bei uns Pre-Sales System Engineer ist, der Ihnen dann auch unsere Lösung vorstellen wird. Wir können auch gleich loslegen. Sollten Sie Fragen haben, stellen Sie die bitte gerne in den Chat. Wir werden die in einem Anschluss in Ruhe bearbeiten können. Dann möchte ich jetzt auch gleich an den Bernd übergeben und wünsche Ihnen einen informativen Webcast. Ja, guten Morgen. Mein Teil einleitend wird jetzt erstmal darauf eingehen, was macht denn die Microsoft 365 Cloud aus? Worum geht es eigentlich? Um dann im Nachgang sozusagen überzuleiten in das ganze Thema Backup und Datensicherheit in dem Bereich. Microsoft 365 ist noch ein relativ frischer Begriff von unserer Seite aus. Große Teile davon hießen bis vor kurzem noch Office 365, aber es umfasst neben den ganzen Office-Anwendungen, die wir haben, auch Windows 10 und Enterprise Mobility Angebote, die von Microsoft aus bereitstehen. Das ist also ein ganzes Konglomerat aus verschiedenen Anwendungen und Tools, die intelligente Datenanalysen und gleichzeitig halt Produktivitätswerkzeuge sozusagen bereitstellen, die man für sein Geschäft nutzen kann. Aber bevor wir sozusagen zu den Produkten an sich kommen und zu der Welt, in denen die Produkte leben, würde ich nochmal einen kurzen Schritt zurückspringen und darauf eingehen, warum brauchen wir eigentlich moderne Produkte in unseren Arbeitsplätzen, in unseren Firmen? Und wir sehen seit Jahren den Trend der Digital Disruption, beziehungsweise halt der Digitalization, oder was man in gewissen Bereichen dann auch wieder Industrie 4.0 nennt, oder die Veränderung des Arbeitsplatzes hin zum Modern Workplace. Und das macht im Endeffekt drei Dinge aus. Das eine ist, dass sich die Kundenanforderungen in den letzten Jahren stark geändert haben, dahingehend, was eine Firma liefern kann und wie eine Firma reagiert. Also sprich zum Beispiel die Geschwindigkeit, in der man auf Anfragen reagiert, die Möglichkeiten, die man hat, um Daten zu analysieren und Anfragen von Kunden entsprechend entgegenzukommen. Solche Dinge mehr. Der zweite Teil ist dann die neuen digitalen Geschäftsmodelle, die am Markt sind. Also insbesondere bei mir. Ich arbeite mit vielen Partnern aus dem deutschen Bereich zusammen und es tauchen immer mehr Geschäftsmodelle und Verkaufsmodelle auf, die einfach rein auf ein Cloud-Modell, rein auf ein digitales Modell abgelegt sind, aber halt mit der realen Welt dann auch entsprechend interagieren. Sprich, wenn wir in der Lage sind, im Bereich IoT oder ähnlichen zum Beispiel ganze Produktionsstätten sehr detailliert mit Sensorik auszustatten und Vorhersagen zu treffen, wie viele Sachen können eigentlich produziert werden oder falls irgendwie Stockungen bei Produktionen stattfinden, halt auch die entsprechenden Analysen zu fahren, warum wurde nicht so viel produziert, solche Dinge mehr. Und das schließt natürlich aber auch die Microsoft 365-Welt in dem Bereich ein. Also die Tools, die da drin enthalten sind, sind nicht mehr nur das übliche Word und Excel, sondern es ist halt so, dass wir die Palette von Produkten, die wir da drin haben, massiv ausgebaut haben. Der dritte Punkt ist dann die Differenzierung, dass man sich von seiner Konkurrenz abhebt als Firma und anders agieren kann. Und auch dafür sind digitale Tools natürlich ein wichtiger Bestandteil. Und diese drei Punkte schließen dann auf den Arbeitsplatz des einzelnen Mitarbeiters innerhalb einer Firma. Der ändert sich auch massiv über die Zeit. Wir sehen es jetzt gerade, werde ich auch später noch mal ein bisschen drauf kommen. Ich meine, seit März haben wir eh eine ganz besondere Situation im Bereich, wie man arbeitet, gerade als Information Worker in der aktuellen Zeit. Bei mir ist es jetzt gerade auch so, ich sitze auch noch zu Hause. Microsoft hat das Büro auch nur limitiert geöffnet. Was ganz besondere Herausforderungen mit sich bringt, aber auch gleichzeitig ganz
besondere Freiheiten für Mitarbeiter bringt, die jetzt erkennen, dass die Arbeit eigentlich auch von zu Hause ausgeht und man nicht unbedingt immer ins Büro muss, um das Gleiche zu erledigen. Gleichzeitig erkennt man aber auch, dass gewisse Bereiche der Arbeit in einem Büro wahrscheinlich besser funktionieren als zu Hause, aber es entsteht so ein Mix aus einer Arbeitswelt, die nicht mehr klassisch an den 9-to-5-Arbeitstag im Büro gebunden ist mit den üblichen Pausen, sondern manche Leute erkennen für sich, dass Pendelzeit verschenkte Zeit ist und andere Leute erkennen für sich, welche Vorteile das Networking auf dem Gang in der Firma hat im Vergleich zu dem digitalen Arbeiten von zu Hause aus. Und so entsteht ein ganz neuer Weg des Arbeitens im aktuellen Raum. Und das ist dann aber auch nötig, diesen Weg anzubieten, um die richtigen Leute für eine Firma zu finden und diese auch zu behalten. Also wir haben eine ganze Generation von Leuten, die jetzt aus dem Studium kommen, die in so einer Welt starten, wo sie von zu Hause aus arbeiten können. Und wenn sich die Situation dann immer weiter aufklärt, wie es jetzt gerade tut, und dann wieder das Verlangen zurückkommt von Arbeitgebern zu sagen, hey, 100% Zeit im Office, dann fragt man sich halt, warum ist es eigentlich nötig? Es hat ja die letzten Monate auch von zu Hause aus geklappt. Und es gibt sicher auch Leute, die sich dann umschauen und entsprechend Arbeitgeber suchen, die das unterstützen. Dementsprechend moderne Tools, die in der Lage sind, auf die Bedürfnisse von Arbeitnehmern einzugehen, in dem Feld sind wichtig, um die richtigen Mitarbeiter für ein Unternehmen zu finden. Das heißt, wenn ich die richtigen Talente haben will, dann muss ich denen auch entsprechend mit der Arbeitsweise entgegenkommen. Ein weiterer Punkt dabei ist natürlich auch die Kollaboration. Wir sind immer näher dabei, die Tools miteinander zu integrieren, damit es einfacher wird für Benutzer von Microsoft 365 gleichzeitig an den gleichen Dokumenten zu arbeiten, mitzubekommen, an was arbeiten denn meine Teammitglieder, wo kann ich unterstützen, wo ist vielleicht etwas, wo ich Informationen hinzuliefern kann. Das ist einer der großen Punkte, der sozusagen feature-technisch allein schon bedeutend besser geworden ist über die letzten 10 Jahre, seitdem ich zum Beispiel bei Microsoft bin. Wir hatten natürlich früher SharePoint etc., die da vorausgestellt wurden, um die Kollaboration zu bringen. Aber jetzt mit Sachen wie den Office Fluid Framework und anderen Dingen wird es in den nächsten Jahren noch viel einfacher, Dokumente gleichzeitig gemeinsam zu bearbeiten, mitzubekommen, was machen eigentlich die Kollegen, und zu erkennen, wann muss ich selber irgendwas hinzuliefern zu einer Kontribution. Der letzte Punkt dabei ist dann auch, Arbeitsplätze werden immer weiter von AI unterstützt, und das ist auch wichtig, um Informationen zu finden. Wenn ich an unser Datenrepository bei Microsoft denke und wie viele Dokumente wir haben, ohne zum Beispiel eine gute AI-Suche, wird sehr schwierig, das zu finden, was ich wirklich brauche. Oder dass ich über Produkte wie zum Beispiel Delph oder Ähnliches einfach schon vorgeschlagen bekomme, was sind eigentlich interessante Dokumente für mich, wo sollte ich mal reinschauen. Die Teamarbeit an sich verändert sich natürlich auch stark, wenn wir einfach nur Teams betrachten. Es ist so, dass wir im Prinzip 5 verschiedene Generationen von Arbeitern haben, die zusammenarbeiten im Information Worker Space zumindest. Das heißt, jetzt nicht unbedingt Generationen nach Alter gestaffelt, sondern Generationen auch nach Technologie der Zusammenarbeit gestaffelt. Es gibt Leute, die kennen sich oder fühlen sich zum Beispiel in einem Outlook mit E-Mails wohler als mit anderen Tools. Und dann gibt es Leute, die einfach komplett auf irgendwas wie zum Beispiel Teams und gruppenbasierte Kommunikation und Chats aufbauen. Wir haben für uns halt 5 dieser Generationen identifiziert, die aber irgendwie zusammenkommen müssen und in der Lage sein müssen, trotzdem effektiv Informationen miteinander auszutauschen. Und dafür gibt es halt auch die Integration wieder zwischen unseren verschiedenen Produkten, die das in gewisser Weise möglich machen. Der zweite Teil ist, wie viel der Arbeit eigentlich Teamarbeit ist. Nach unseren Erkenntnissen ist es so, dass ungefähr 80% der Zeit damit verbracht wird, gemeinsam an etwas zu arbeiten. Im Durchschnittsjob, den wir sozusagen beobachten bei unseren Kunden. Und dass Teams da drin allerdings auch sehr fluide sind. Also sprich, eine Zusammenarbeit findet nicht immer mit den gleichen Leuten statt, sondern dass Teams sind natürlich irgendwas, was evolutionär entsteht, aber auch evolutionär wieder auseinandergeht. Ich arbeite an einem gewissen Thema, dann habe ich ein anderes Team, in dem ich arbeite, bis dieses Thema abgearbeitet ist, und dann geht der Mitarbeiter sozusagen weiter automatisch in das nächste Team und hat ein neues Umfeld von Leuten, mit denen er zusammenarbeitet, mit denen er kollaborieren muss und mit denen er dann neue Informationen erstellt oder bearbeitet.
Und dann haben wir natürlich, wie gerade schon angemerkt, den globalen Trend, dass wir jetzt in 2020 davon ausgehen, dass insgesamt mindestens 72% aller Arbeitskräfte weltweit von zu Hause aus arbeiten werden oder zumindest mal von zu Hause gearbeitet haben, die Chance gehabt haben, von zu Hause zu arbeiten. Und das wird halt stark getrieben von der ganzen Covid-19-Situation. Und das macht es natürlich halt dann schwierig, im Endeffekt auf Face-to-Face-Meetings zu setzen. Und wie ich vorhin schon angemerkt hatte, Sachen wie Flurfunk etc. sonstiges sind zwar wichtige Teile innerhalb eines Unternehmens, um Informationen zu verbreiten und Informationen zusammenzuführen, aber die sind halt digital nicht so leicht umsetzbar wie in der normalen Arbeitswelt im Büro sozusagen. Und dafür müssen natürlich dann auch die Wege und die Kultur der Zusammenarbeit entsprechend angepasst werden. Neben diesen Trends für wie Teamwork aussieht für den Mitarbeiter, gibt es dann auch noch die Trends in Richtung, wie verändert sich der moderne Arbeitsplatz. Den ersten Teil hatten wir gerade, das ist der Team-Based-Bereich. Es wird halt immer mehr zusammengearbeitet. Die Leute arbeiten in immer mehr unterschiedlichen Teams zusammen, die immer schneller sich zusammensetzen und wieder auseinander dividieren sozusagen. Der zweite Punkt ist die Menge an Daten, mit denen man arbeiten muss. Also nach einer Studie von IDC, glaube ich, war das, ist es so, dass 59% aller Informationsarbeiter sagen, dass sie Probleme haben, die richtigen Informationen zu finden, die sie brauchen. Wie ich vorhin schon angemerkt hatte, zum Beispiel bei uns im Unternehmen, wir haben unendlich viele Dateien, die in unendlich vielen Datenrepositories bereit liegen. Um dann daraus die richtigen zu finden, braucht es halt gewisse Tools, die das unterstützen. Und der letzte Punkt ist natürlich dann die wachsende Gefahr im Security-Bereich. Es gibt immer mehr Angriffe auf IT-Infrastruktur. Es gibt immer mehr Angriffe auf Unternehmensinfrastruktur, die es schwieriger machen, natürlich die Daten auch sicher zu halten. Und dann muss man auch immer noch feststellen, welche Daten sind eigentlich in welcher Art gefährdet und wie gehe ich mit dieser Gefährdung um. Übergreifend über diese drei Themen gibt es natürlich immer sozusagen die Unterstützung aus dem Bereich KI, dass KI in der Lage ist, solche Themen insbesondere zu unterstützen. Also wie gesagt, ich hatte vorher schon das Beispiel von den Daten gebracht. Wenn ich eine KI-unterstützte Suche habe, dann ist das schon mal etwas, was sehr stark hilft, dass man die richtigen Informationen findet, die man braucht. Und wir sehen halt insgesamt ein Wachstum dieser KI-Branche auf ungefähr 2,9 Billionen Dollar. Also hier steht also Trillion im amerikanischen, Billion oder Billionen halt im Deutschen. Und gleichzeitig aber auch noch neben dem monetären Wert dahinter steht die 6,2 Milliarden Stunden Arbeiter Produktivität, die sozusagen gespart werden können durch das Einsetzen der richtigen Tools. Und damit kommen wir dann auch sozusagen zu unserer Story, die wir dahinter haben. Mit Microsoft 365 haben wir halt unsere Produktivitätscloud, die genau diese Bereiche unterstützen soll. Und diese deckt im Endeffekt vier Bereiche auf. Wir haben die vier Key Areas, auf der einen Seite Kreativität und ermöglichen. Sprich, die Tools sollen in der Lage sein, einen Mitarbeiter zu unterstützen, dabei irgendwie Kreativarbeiten zu machen und die Sachen umzusetzen, die man sich vorstellt. Der zweite Punkt dann Teamwork. Das muss einfach sein, zusammenzuarbeiten. Das muss einfach sein, auch in der digitalen Welt produktiv in einem Team zu arbeiten. Und es muss einfach sein, auch in neue Teams sich zu integrieren und Daten aber auch beim Wechsel aus einem Team nicht mit sich zu nehmen, sondern dass die weiterhin erhalten bleiben und niemand plötzlich vor irgendwie ein Loch an Daten steht, bloß weil jemand das Team gewechselt hat. Der dritte Punkt ist dann die Integration für Einfachheit. Das ist ein Punkt, der jetzt in der nächsten Generation sehr stark unterstützt wird von Microsoft 365, dass unsere verschiedenen Tools miteinander integriert sind, dass Daten leicht ausgetauscht werden können zwischen zum Beispiel Excel und PowerPoint oder Excel und Word. Wir gehen da immer weiter dahin, dass diese Produkte zwar natürlich noch differenzieren in ihren Features, die sie haben, aber im Prinzip die Daten, die in einem dieser Microsoft 365 Tools sind, ohne Probleme in jedem anderen genutzt werden können und weiter bearbeitet werden können.
Und der letzte Punkt ist natürlich dann die intelligente Security, die dahinter steht und sicherstellt, dass die ganzen Daten nicht irgendwie nach draußen kommen und Unternehmen sich wohlfühlen können, dass der Kern des Business, also sprich die Daten, dann auch entsprechend in Office oder Microsoft 365 gehalten werden. Und das ist dann auch der große Punkt im Prinzip. Compliance is challenging. Wenn wir das aus Unternehmenssicht oder halt aus Sicht eines Security Officers eines Unternehmens sehen, dann sind die großen Herausforderungen zum Beispiel, dass Jahr über Jahr die Daten inzwischen über 50% anwachsen. Wir haben ein riesiges also die Datenmenge, mit denen jedes Unternehmen umgehen muss, ist inzwischen riesig und den Überblick darüber zu behalten, wo diese Daten eigentlich liegen und wer Zugriff darauf hat, ist irgendwas, was inzwischen einer einzelnen Person natürlich gar nicht mehr abgedeckt werden kann, sondern wo es einfach Tool-Unterstützung dann auch wieder geben muss. Das zweite ist dann die Vorgaben von Regierungen oder anderen vorgebenden Stellen, hier in dem Fall halt Regulatory Bodies. Wir sehen halt, dass wir insgesamt zum Beispiel weltweit halt ungefähr 200 neue Regeln haben, die pro Tag kommen. Aus den 750 verschiedenen Regierungen beziehungsweise Ämtern oder Ähnlichem, was wir identifiziert haben. Und gerade wenn ich in einem international agierenden Unternehmen bin, dann muss ich natürlich irgendwie in der Lage sein, den Überblick darüber zu behalten, was davon betrifft mich und was muss ich eigentlich umsetzen, damit ich mich nicht als Unternehmen gefährde. Und dann haben wir natürlich aber auch die Sache, wie weit kommt das sozusagen an der Spitze des Unternehmens an? Wiederum hier, die Umfrage hat ergeben, dass 47% der Execs nicht sicher waren, ob Data Compliance Standard eingehalten wurden oder wie die umgesetzt werden im eigenen Unternehmen. Und dann, last but not least, wurden ungefähr 9 Milliarden Dollar ausgegeben, um herauszufinden, was eigentlich sozusagen mit Daten passiert. Und das ist schon ein ordentlicher Kostenpunkt dann im Endeffekt. Was bieten wir, um gegen Angriffe zu schützen? Grundsätzlich haben wir verschiedene Tracks, wo wir als Microsoft rein investieren. Das erste ist Identitäten mit Sachen wie Azure Active Directory und Ähnlichem sind wir in der Lage sicherzustellen, dass Nutzer-Logins entsprechend abgesichert sind. Sachen wie die Pins und Microsoft Hello auf Windows-Geräten helfen, dass Passwörter nicht mehr der zentrale integrale Bestandteil sind, um Daten zu sichern, sondern dass andere Metriken dafür hergenommen werden, sicherzustellen, dass Nutzer nur auf das zugreifen können, was sie sollen. Und dass, wenn Daten oder wenn Credentials irgendwo verloren gehen, dass das nicht unbedingt gleich heißt, dass ein Einbruch stattfinden kann. Zweiter Punkt sind natürlich dann die Endpunkte. Also sprich, in dem Fall sprechen wir davon von Devices, die da sind, das Management von Devices über Tools wie Intune und Ähnliches, sicherzustellen, dass diese sicher sind. Und wenn halt ein Handy zum Beispiel verloren geht, dass dann die Daten daraufhin auch automatisch gelöscht werden können, die unternehmenskritisch sind oder Ähnliches. Dann natürlich unsere Anwendungen, die abgesichert werden gegen entsprechende Angriffe, die Datensicherung, der Zugriff auf die Daten, dass man halt nicht einfach irgendwo auf den Server gehen kann, um da die Word-Dokumente runterzuziehen. Und dann last but not least natürlich unsere Cloud-Infrastruktur, die dafür da ist, um sicherzustellen, dass niemand auf die Infrastruktur irgendeinen Zugriff hätte oder irgendwie aus dem Keller eine Festplatte klauen könnte, wo zufällig gerade der Server stand, auf den irgendwie unternehmenskritische Daten stehen. Das ist in der Cloud eindeutig nicht möglich. Demgegenüber stehen natürlich auch so ein bisschen mal die Daten, was haben wir damit eigentlich erreicht. Also wenn wir allein an Outlook bzw. Exchange Online denken, dann haben wir in 2019 11 Milliarden E-Mails geblockt, die entweder irgendeinen Angriffsvektor dargestellt haben, wie Phishing oder Ähnliches oder zumindest sehr stark verdächtigt wirken. Das andere ist natürlich User-Profile. Wir können die User-Profile von Microsoft 365 entsprechend analysieren und überprüfen. Sind die Aktivitäten, die ein Nutzer macht, entsprechend seinen normalen Verhaltens? Also auf Glück gesagt, wenn ich jetzt hier mich immer aus Deutschland bei meinem Office einlogge und dann kommen irgendwie plötzlich Logins aus anderen Ländern, die weiter weg liegen, die ich auch vorher noch nie besucht habe oder Ähnliches, dann macht Sinn, dann natürlich mal reinzuschauen und zu überprüfen, sind das Aktivitäten, die ich normalerweise machen würde.
Oder war es doch irgendwie spannend, dass der Nutzer zum Beispiel innerhalb von 2 Stunden von Deutschland nach Taiwan gereist ist oder irgendwas in der Richtung? Genau, ansonsten natürlich die Untersuchung von Endpoint Vulnerabilities. Wir überprüfen Devices. Wir haben unsere Microsoft Digital Crime Unit, die nicht nur für Windows schaut, welche offenen Probleme da sozusagen bestehen, welche Zero-Day-Exploits etc. sonstiges. Und wir machen das natürlich auch für die Endpunktgeräte, die wir sozusagen ständig beobachten, auf denen Office 365 oder Microsoft 365 auch läuft. Und dann natürlich unsere Cloud-Aktivitäten, die wir überprüfen, wo wir einfach sehen, im Prinzip, was passiert mit Daten und was machen die Nutzer damit. Dazu, das sind natürlich viele, viele Signale, die wir im Endeffekt sammeln. Das war jetzt gerade auch nur ein kleiner Auszug dadurch. Man kann das Ganze nochmal bedeutend größer gestalten. Wir als Microsoft haben einen sehr einzigartigen Blickpunkt auf diese ganze Security-Welt, weil wir auf der einen Seite über unsere verschiedenen Plattformen extremst viele Nutzer haben, von denen wir wissen, ob sie legitime Nutzer sind oder nicht. Auf der anderen Seite über unsere Cloud-Applikationen sehr viele Transaktionen sehen können zumindest. Wir müssen nicht unbedingt in die Dokumente reinschauen oder ähnliches, aber wir können einfach sehen, wie verhalten sich normale Transaktionen, um darauf basierend dann Machine Learning-Modelle zu erstellen, die einfach darauf reagieren, wenn irgendwas Anormales passiert. Und dann halt der Teil, dass wir in der Lage sind, sehr viele Gefahrenvektoren frühzeitig zu erkennen. Und das bringt uns zurück zum Bereich Compliance. Wir bringen bei Office 365 und bei Microsoft 365, da müssen wir mal die Slide noch umbenennen, Compliance Manager mit, der in der Lage ist, halt sozusagen die Teile zu übernehmen, die dann auch erwartet werden von Auditoren oder Ähnlichen, wie man mit Datencompliance umgeht. Man hat seine Tools in den verschiedenen Bereichen, um alles abzudecken, was ein Compliance-Bereich braucht. Und damit ist Microsoft 365 bestens dafür geeignet, dann solchen Unternehmenseinsatz zu machen. Ein wichtiger Keypunkt bei dem Ganzen ist natürlich dann hier rechts die Data Governance und da stellt sich immer die große Frage, gibt es schon eine Data Governance Strategie? Was macht man eigentlich? Wie erkennt man, was man behält, was man braucht und wie entfernt man, was man nicht mehr braucht? Und dann angeschlossen natürlich die Fragen, wie sind die Daten verschlüsselt? Wie passe ich auf, dass die Verschlüsselung hält? Und im letzten Punkt dann natürlich, welche Daten muss ich behalten, welche muss ich Daten behalten und vor allen Dingen, wie behalte ich auch Daten. Und damit möchte ich überleiten an die Freunde von Barracuda, um ein bisschen darüber zu reden, wie mache ich eigentlich Backup für Office 365. Microsoft bietet natürlich Data Retention an, aber Data Retention ist nicht Data Backup. Und da sind wir dankbar dafür, dass wir so gute Partner haben, die mit uns zusammenarbeiten, um Lösungen dafür anzubieten. Und dann danke für die Aufmerksamkeit. Und dann gehen wir weiter zum zweiten Teil, würde ich vorschlagen. Super, vielen, vielen Dank, Bernd, für die Überleitung. Und dann share ich doch mal meinen Screen. Ist das jetzt der richtige? Ihr seht alle meine Präsentation, oder? Ja. Perfekt. Gut. Dann vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Zuhören und fangen wir dann gleich mal an, das passende Backup. Wie der Bernd schon wunderbar gesagt hat, sei mir mittlerweile mit Microsoft sehr dicke, unter Anführungszeichen. Also wir haben mit Microsoft eine sehr große, großartige Partnerschaft mittlerweile und arbeiten schon jahrelang zusammen. Gerade im Bereich Backup, ich kann mich noch gut erinnern, als wir da 2014, 2015 mit unseren ersten wirklich Prototypen angefangen haben, haben wir noch überhaupt keine Ahnung gehabt, wie Office 365, mittlerweile Microsoft 365 funktioniert. Wir haben das ganz rudimentär gemacht mit einem Service-User, der sich da einloggt, der alle Zugriffe gehabt hat. Also sicherheitstechnisch jetzt auch nicht sehr überlegt gewesen. Und mit dem, dass wir mit Microsoft so gut zusammenarbeiten haben können und die API dann auch gemeinsam anschauen und entwickeln haben können, haben wir das einfach geschafft, ein Backup zu generieren, das wirklich eine starke und schnelle Sache ist. Aber nochmal ein bisschen kurz zur Zusammenarbeit mit Microsoft. Mittlerweile haben wir einfach
19.000 Kunden, die irgendwelche Azure-Produkte bzw. Deployments in Azure haben, die mit Barracuda zu tun haben. Das bringt uns bis hin zu 6 Millionen Azure-Farmstunden im Monat, die wirklich gute Kollaboration zwischen Microsoft und Barracuda darstellt. Insgesamt haben wir mittlerweile 6 Co-Sell-Lösungen für Azure. Heute gehen wir nur auf das, unter Anführungszeichen, nur auf das Backup ein. Und dann haben wir noch so ein paar so First-Geschichten. Also wir sind definitiv haben definitiv eine Vorreiterrolle gehabt mittlerweile, die mit der Partnerschaft mit Microsoft. Wir sind der erste Microsoft Azure Certified Security Solution Provider gewesen. Wir haben unsere Third-Party-Solutions wie auch mittlerweile Cloud-to-Cloud-Backup im Azure Marketplace. Und von Seiten Application Security, also unsere WAF zum Beispiel, da waren wir die ersten, die Lösungen für Azure wirklich geboten haben. Die gesamte Welt ist jetzt im Wandel, das hat der Bernd auch schon angesprochen. Alle die Punkte, was sie da drauf haben, alle 5 Punkte, die haben natürlich eine tolle Seite. Also sind natürlich sehr positiv besetzte Wörter. Aber sie haben natürlich auch eine Seite, die eher Herausforderungen bringt. Aber nur die Herausforderungen bringt da wirklich irgendwelchen Fortschritt. Die Globalisierung zum Beispiel hat uns dazu geführt, dass wir mit Pandemien zu kämpfen haben jetzt, die ja definitiv in den letzten Monaten einiges an Impact gehabt haben auf dem ganzen Arbeitsmarkt. Ganz generell, die ganze Digitalisierung hat Auswirkungen auf Arbeitsplätze, auf das, wie wir arbeiten, mit wem wir arbeiten und worüber wir arbeiten. Aber Mobilisierung ist eine Sache, die durch neue Technologien automatisch kommt. Wir haben schnellere Transportwege von Waren zum Beispiel. Das bringt uns dazu, dass wir natürlich auch die Menschen schneller transportieren müssen, weil bevor ich irgendwo Waren hinliefere, muss ich die Menschen hinliefern. Ein ganz klassisches Beispiel ist der klassische Vertrieb. Bevor ich jemandem was verkaufe, muss der Vertriebler hin und sagen, wollt ihr das kaufen? Das heißt, der Mensch muss zuerst mal da sein, bevor wir die Waren hinliefern. Heißt, wenn die Warenlieferung schneller wird, muss auch die Menschenlieferung, unter Anführungszeichen Menschenlieferung, schneller werden. Eine Flexibilisierung wird überall gefordert mittlerweile am Arbeitsplatz. Man muss heute da sein, morgen dort, am besten überall gleichzeitig. Und das Ganze soll auch nur individuell irgendwie gelöst sein. Und eine große Lösung für das Ganze seien unsere Remote-Arbeiter. Und durch diese neue Chance, was wir da im letzten halben Jahr gehabt haben, sind die Remote-Arbeitsplätze auch enorm gestiegen. Und für mein Empfinden haben wir ungefähr so 5 bis 10 Jahre Fortschritt in dem Bereich innerhalb von wenigen Wochen wirklich geleistet. Und wenn wir das jetzt da beibehalten wollen, dann müssen wir natürlich auch die ganzen Technologien, die jetzt zum Beispiel Microsoft mit Teams oder mit vielen anderen Produkten zur Verfügung stellt, das Ganze auch beibehalten und irgendwie absichern. Weil die Chancen seien ja nicht nur für die Arbeiter und die Arbeitgeber da, sondern die Chancen seien auch für Cyberkriminelle da natürlich. Die erfolgreichsten Remote-Arbeitssituationen haben 3 große Punkte gemeinsam. Natürlich müssen sich Mitarbeiter kennen und am besten ist, wenn sie sich mögen. Wenn ein Mitarbeiter einen anderen mag, kann er mit dem gut zusammenarbeiten. Eine Technologie muss vorhanden sein für die Heimarbeit. Zum Beispiel Microsoft Teams muss da sein, damit man überhaupt eine Heimarbeit machen kann. Und die Mitarbeiter müssen dann wissen, wie man Technologie einsetzt. Jetzt einen Schritt weiter, das Ganze mit Backup zu kombinieren. Es muss eine Technologie da sein, wie man ein Backup macht. Und die Mitarbeiter bzw. der IT-Beauftragte muss wissen, wie man mit der Technologie umgeht. Und die 2 Punkte, das sind die Punkte, die wir bei Barracuda wirklich auch zur Verfügung stellen können. Und das bei Cloud-to-Cloud-Backup so einfach wie möglich. So einfach wie möglich, das sind so Schlagwörter, die werden heute noch öfter auftreten, weil das ja wirklich das Ziel davon sein sollte, so effizient wie möglich zu arbeiten. Das bedeutet auch, dass es so einfach wie möglich sein muss, ein Backup zu machen und ein Restore zu machen. Ein
Wir haben ein enormes Wachstum gesehen, hat auch der Kollege von Microsoft schon angesprochen, dass wir über die letzten Jahre hinweg schon ein enormes Wachstum gesehen haben und dann plötzlich dann auch noch ein enormer Boom entstanden ist, vor allem mit Microsoft Teams und allen Cloud-Services, die wir so haben und die Microsoft zur Verfügung gestellt hat. Ich meine, die 700% bzw. 775%, das geht über alles, was Microsoft angeboten hat, inklusive zum Beispiel Xbox Live, was natürlich in dieser Zeit auch etwas raufgegangen ist. Also wir haben gehört, Angestellte arbeiten jetzt remote. Was bedeutet das dann für einen IT-Sicherheitsdienstleister wie Barracuda? Das bedeutet, dass kritische Daten auf Laptops und Smartphones rumliegen. Das bedeutet, dass komplett neue Cyber-Threats kommen oder Cyber-Threats ausgeweitet werden. Vor allem zum Beispiel Ransomware und Spearphishing, um dort zwar zu nennen, die sich enorm increased haben. Die IT-Abteilungen müssen jetzt plötzlich auch Remote-Probleme lösen. Sie können jetzt nicht mehr sagen, ja, warte, ich komme zu deinem Arbeitsplatz und wir starten einfach deinen Computer neu. Oder hast du dein Kabel eingesteckt? Ich kann mal schauen. Sondern IT-Abteilungen müssen mittlerweile die ganzen Problematiken auch remote lösen können und müssen da relativ schnell reagieren. Vor allem an der Anfangszeit von der letzten Krise war es so, dass man einfach schnell hat reagieren müssen und dann plötzlich ganz viele Probleme gehabt haben, die davor nie mit der IT zu tun gehabt haben. Und wir haben auch gehört, Angreifer arbeiten jetzt halt auch remote, beziehungsweise haben immer schon remote hauptsächlich gearbeitet. Allerdings machen wir es ihnen auch dadurch leichter, dass wir alles remote zur Verfügung stellen. Laptops und Smartphones, wenn sie da haben, im Heimnetzwerk hängen, können unter Umständen ein Problem sein, wenn man einen Provider hat, der jetzt irgendwelche Standardpasswörter verwendet, zum Beispiel. Nicht aktueller Virenschutz, ein Thema, das man ganz oft sieht in Homeoffices, weil ja, ganz, ganz oft ist es einfach so, den Menschen ist es dazu haut, ihren Virenschutz zu updaten. Also wenn sie daheim arbeiten und das mit ihrem eigenen PC machen, dann ist das eine riesen Herausforderung für die IT-Abteilung, wo plötzlich der Kollege mit VPN im Netzwerk hängt, aber keinen aktuellen Virenschutz drauf hat. Das heißt, die Endpoint Protection gar nicht mehr da ist. Komplett neue Scam-Wellen seien in den letzten Monaten aufgetaucht. Vor allem so Covid-Research und Studien, wo man die Neugier von den Menschen ausnutzt. Links zu Beratungen und Hilfen, wo man die Angst ausnutzt von Menschen. Ich meine, das sind ja alles so ganz klassische Hacker-Werkzeuge, unter Anführungszeichen, wenn man sagt, okay, ich brauche die Neugier von den Menschen, ich brauche die Angst von den Menschen, ich muss sie dazu bringen, mir irgendwas zu geben und das freiwillig. Und durch so Sachen mit ganzen Kollaborationssachen hat natürlich auch einen Nachteil, und zwar die Ransomware kann viel effizienter arbeiten. Wenn ich jetzt da mit irgendwelchen Kollaborationstool arbeite und share meine Files mit meinem kompletten Team, dann ist es ja viel schneller, dass der Ransomware plötzlich durch die Gegend schwirrt, als wenn nur ich selber betroffen bin. Die Sachen haben einfach dazu geführt, dass die Angriffe mit Ransomware um 300% gestiegen seien über die letzten Monate. Spearphishing-Angriffe sind sogar um 1822% gestiegen. Die Daten haben wir jetzt von Malwarebytes. Das sind nicht unsere Daten, sondern von dem Anti-Malware-Hersteller. Aber es zeigt, dass einfach dadurch, dass viel remote gemacht wird, auch viel remote angegriffen wird. Und gerade Ransomware ist eine Sache, die man mit einem guten Backup relativ gut abwehren kann. Ein Kollege von Microsoft hat auch schon angesprochen, es gibt Sicherheitsmaßnahmen auf Microsoft-Seite. Gerade wenn es um Ransomware geht, hat sich die Microsoft auch schon einiges überlegt. Und es gibt limitierte Ransomware-Protection. Das meiste basiert darauf auf dem Recycle-Bin-Feature beziehungsweise auf den Revision Management. Was Microsoft zusätzlich macht, sind so periodische Scans der Daten mit ATP. Von dem her ist es wirklich einmal eine gute Grundversorgung, die man einmal schon von Microsoft an sich hat, wenn man Microsoft verwendet. Was kann jetzt aber Barracuda
anbieten, beziehungsweise in Anführungszeichen besser machen. Als allererstes ist bei CUDA das Cardo Cloud Backup eine reine SaaS-Lösung. Da spielen wir wieder in die Einfachheit von der ganzen Sache rein. Man kann einfach sich einloggen, klickt aufs Cardo Cloud Backup, sagt Trial und kann damit schon loslegen. Oder wenn man die Seriennummer schon hat, Seriennummer eingeben und kann damit loslegen. Ich brauche nichts aufbauen, wie ein Azure-Blob, in dem ich dann irgendwelche Software installieren anfange oder noch viel schlimmer, das irgendwie on-prem machen muss, dass ich mir dann einen Server aufsetze oder VM und da irgendwas installiere. Es ist wirklich eine komplett reine SaaS-Lösung. Bedeutet, dass ich von einer Cloud zur anderen Cloud die Daten übertrage und ich mir als Kunde über nichts Gedanken machen muss, wie zum Beispiel die Infrastruktur. Auf der anderen Seite haben wir die Infrastruktur von der Microsoft, wo Microsoft sich gut schützt, und auf der anderen Seite haben wir die Barracuda-Infrastruktur, wo wir uns gut schützen. Barracuda bietet unlimitierten Speicher und unlimitierte Rückhalterichtlinien. Das heißt, dass es alle Möglichkeiten gibt, um in der Firma compliant zu sein, sei es mit irgendwelchen Regulatorien zum Thema Datenschutz, als auch zu irgendwelchen Themen, wie zum Beispiel gerichtliche Aufbewahrung von Finanzdaten. Das heißt, wir bieten da wirklich das komplette Spektrum an. Man kann es konfigurieren, man kann sagen, ich möchte die Daten für 2 Wochen behalten, ich möchte die Daten für 7 Jahre behalten oder ich möchte die Daten für immer behalten. Unabhängige Kopie der Daten ist das, was eine Backup-Strategie ja ausmacht. Ich nehme Daten aus einem System und speichere sie nicht auf dem gleichen System. Weil das hat den riesen Nachteil, dass ich im Fall von einem Desaster sowohl meine normalen Daten weg, als auch die Daten, die eigentlich ich schützen wollte, dadurch, dass ich sie nochmal ein zweites Mal habe. Das heißt, eine unabhängige Kopie der Daten ist eine Grundüberlegung für ein Backup. Bei Barracuda gibt es diverse Möglichkeiten der Rücksicherung. Die meisten gehen natürlich auch von Cloud zu Cloud. Das heißt, ich mache die Rücksicherung wieder direkt in die Cloud zu Microsoft. Ich mache die Rücksicherung zur gleichen Location, wo die Daten herhabe. Kann die Daten natürlich auch in irgendein anderes, zum Beispiel Postfach, wenn es um E-Mails geht, das Postfach restoren. Oder ich kann sie, wenn ich möchte, auch zu einem anderen User restoren. Was ich allerdings auch als Barracuda-Kunde habe als Möglichkeit, ist ein Direct Download. Das heißt, ich kann mich einloggen und kann, selbst wenn Microsoft nicht zur Verfügung stehen würde, selbst wenn die Microsoft Cloud nicht zur Verfügung stehen würde, wären die Daten bei Barracuda und die könnt sie runterladen. Ich könnte mir die ganzen E-Mails runterholen und könnte sie mit einem anderen E-Mail-Programm weiterverarbeiten. Ich könnte in der Theorie natürlich die ganzen Teams-Daten runterladen und sie dann weiterverarbeiten. Inwiefern ich wirklich Teams-Daten weiterverarbeiten kann, das steht vielleicht auf einem anderen Blattl, aber ich habe die Möglichkeit, unabhängig von dem, wo meine Daten liegen, die Daten zu bearbeiten. Aktuell haben wir ein Support für Exchange Online, OneDrive for Business, SharePoint Online und Groups, wobei in Groups die Teams enthalten sind. Wenn man auf Microsoft 365 eine Gruppe erstellt, dann kann man dieser Gruppe auch ein Team hinzufügen. Deswegen ist das in der Hierarchie so drinnen, dass man da die Teams dann verwenden kann. Wie stellen wir das Ganze zur Verfügung? Ganz zentral und von überall verfügbar. Aktuelle Barracuda-Kunden, wir kennen das schon, die Cloud Control. Neue Kunden werden das zu schätzen und zu lieben lernen, auf jeden Fall. Man hat ein zentral gemanagtes Cloud Control, in dem ich alle meine Barracuda-Produkte managen kann. Und ich kann das Cloud-to-Cloud-Backup auch zum Beispiel kombinieren mit im Essentials Bundle, mit E-Mail-Security-Sachen, mit Archivierungsgeschichten und so weiter und kann die alle über ein Portal ganz einfach und simpel konfigurieren und managen. Wir haben eine eigene Cloud bei Barracuda, das heißt, wir betreiben unsere eigene Private Cloud und wir können garantieren, dass die Daten aus der EU auch in der EU bleiben. Aktuell ist es so, dass wir in Frankfurt bei einem großen Provider eingemietet sind und unsere Private Cloud haben. Innerhalb von weniger Minuten können wir das Ganze konfigurieren. Wir machen danach eine kurze Demo.
Und da kann ich euch sagen, dass es nicht einmal die 15 Minuten braucht, die ich da hingeschrieben habe. Im Prinzip, wenn ich so eine Demonstration mache und zeige, wie man das konfiguriert, brauche ich ungefähr 10 Minuten mit dem alles erklären, nebenbei, was man zu tun hat. Und ist ein riesen, riesen Vorteil, gerade für kleine und mittelständische Betriebe, wenn ich mein Backup innerhalb von weniger Minuten aussetzen kann, ohne dass es was Gott wie kompliziert ist und ohne dass ich tonnenweise an Materialien lesen und lernen muss, bevor ich überhaupt ein Backup machen kann. Wie gesagt, wir haben jetzt Software-as-a-Service-Lösung und arbeiten über die API von Microsoft. Das heißt, im Großen und Ganzen gibt man uns als App bei Microsoft frei und das ist mehr oder weniger das komplette Setup. Gut, dann schauen wir uns doch das mal an, wie das wirklich ausschaut. Da setze ich jetzt unser Cloud-Control-System. Auf der linken Seite sieht man die ganzen Produkte von Barracuda, die ich jetzt da drinnen habe. Ich kann mich da einfach durchklicken und kann jedes Produkt ansteuern, das ich so möchte. Und es managen, konfigurieren, wie auch immer. Über Backup und Cloud-to-Cloud bin ich jetzt da im Cloud-to-Cloud-Backup. Das ist die erste Seite. Da sehe ich eine grobe Übersicht, was passiert ist und dass überhaupt was passiert ist. Ich sehe auch, dass ich alle meine 4 Ressourcen, die ich mir aktuell zu Boden auch connected habe. Gehe jetzt auf Backup und Source, sehe das ein bisschen genauer und sehe, dass ich da an Data Source habe mit Office 365 Demo und die 4 Sourcen, die ich wirklich aktuell habe. Um zu demonstrieren, wie schnell das jetzt wirklich gehen würde zum Einrichten, gehe ich auf Add Cloud Provider. Aktuell machen wir Microsoft Office 365. Wir haben diese Seite deswegen drinnen, weil wir in Zukunft wesentlich mehr anbieten möchten, gleich wie vielleicht andere Backup-Hersteller oder wie man sich das auch überlegen könnte, möchten wir vielleicht zum Beispiel Salesforce integrieren oder die Google Suite und so weiter. Ja, auf jeden Fall haben wir mal das Microsoft 365 als unseren Cloud-Provider. Als nächsten Schritt würde ich die Datensource hinzufügen. Gehen wir zum Beispiel mit die Groups. Nochmal zur Erinnerung, in den Groups drinnen sein ist ja Teams, Backup und Restore drinnen, das jetzt aktuell natürlich sehr hoch im Kurs steht. Also klick auf Authorize und das nächste Fenster ist schon das Microsoft Online Fenster. Man sieht, wir sind da schon bei Microsoft angelangt. Ich nehme einen Account, einen globalen Administrator-Account, weil ich muss denen ja relativ viel Rechte geben. Backup und Restore braucht halt Lese- und Schreibrechte auf fast alles. Sonst ist es ein bisschen schwierig, da wirklich auch Backup und Restore zu machen. Auf jeden Fall würde ich mich da als Global Admin einloggen und sehe dann, welche Permissions requested sein und welche Permissions ich dann uns gebe. Ich mache das jetzt nicht, weil wir das schon gemacht haben. Wird nur zu Problemen führen, wenn ich das jetzt nochmal mache, deswegen cancel ich das. Aber im Prinzip führt es die dann wieder zurück auf die gleiche User-Seite. Das ist natürlich klar, ich habe das in Access denied, deswegen die Fehlermeldung. Aber im Prinzip führt es mir dann wieder zurück auf diese Backup-Sources-Seite. Und that's basically it. Ich bin verbunden von Cloud zu Cloud. Dass ein Backup läuft, müssen wir dem Ganzen noch Zeiten geben, wann es anfangen soll und so weiter. Aber im Großen und Ganzen habe ich eine Backup-Verbindung. Ich brauche da kein Agent irgendwo installieren, habe da nicht irgendwelche komischen Skripte, die ich ausführen muss, um einem bestimmten User vielleicht noch mehr Rechte zu geben oder irgendwas in der Richtung, sondern ich nehme den Global Admin Account, nehme die Application Permissions und das war's. Ich kann das im Nachhinein natürlich auch noch ändern, kann bei Exchange Online reingehen und sagen Reauthorize Account und kann den ganzen reautorisieren. So selbst wenn sich meine Exchange Online URL ändern würde, könnte ich die im Nachhinein auch nochmal ändern. Gut, jetzt haben wir es verbunden, Office 365 mit unserer Cloud Control. Das nächste wären die Schedules. Das heißt, ich muss irgendwann mal sagen, wann soll denn das Ganze starten. Ist auch sehr einfach gehalten. Man sucht sich aus, was man backupen will. Und dann sucht man sich aus, wann man es backupen will. Kann da reingehen bis hin, dass ich sage, bei OneDrive möchte ich
nur bestimmte User drinnen haben und kann auch beim Exchange Online zum Beispiel sagen, ich möchte da bestimmte Security-Gruppen, den Office 365 anlegen kann, backuppen und nur diese Security-Gruppe wird gebackupt, die andere nicht. Macht zum Beispiel Sinn, wenn ich jetzt eine Schule habe, wo ich nur die Lehrer-Sachen backuppen will, nicht aber die Schüler-Sachen oder die zu verschiedenen Zeiten beziehungsweise zu verschiedenen Tagen backuppen möchte. Gehe dann hin und sage, okay, an allen Workdays oder an allen Tagen. Empfohlen von unserer Seite ist, an allen Tagen ein Backup zu machen. Und was wir auch empfehlen, ist Recommended Time for the Best Performance. Aufgrund der ganzen Daten, was wir jetzt da so kriegen, beziehungsweise der ganzen Kunden, die wir schon haben, können wir eine relativ gute Einschätzung geben, wann es denn gut wäre, dieses OneDrive Backup laufen zu lassen. Hat auch den Hintergrund, dass Microsoft ein total lässiges Feature hat. Und zwar, das ist das Throttling für Third Parties. Das hilft dem End-User bzw. dem Kunden von Microsoft, dass es keine produktiven Einschränkungen gibt durch Third-Party-Produkte, wie zum Beispiel ein Backup. Das bedeutet, wenn das Backup mal zu viele Ressourcen ziehen würde, geht Microsoft her und throttelt das Ganze, um da wirklich zu sagen, das produktive System ist wichtiger als das Backup-System. Und das ist auf Microsoft-Seite wirklich ein überlässiges Feature. Auf Balcuda-Seite kann das hier und da mal ein bisschen hakelig sein, wenn dann plötzlich ein Backup von 10 GB plötzlich dann eine halbe Stunde, Stunde, 2 Stunden, 5 Stunden dauert. Dann denkt man sich, hey, was ist denn da los? Im Prinzip beschützt Microsoft seine Kunden, was ich persönlich von einer produktiven Seite her total lässig finde, weil dann braucht man sich auch keine Gedanken machen, wann ich wirklich das Backup fahre. Weil es prinzipiell dann egal ist, ob ich das in der Nacht fahre, wenn niemand arbeitet, oder am Tag. Beziehungsweise durch die ganze Flexibilisierung der Arbeitsplätze kann man gar nicht mehr ganz genau sagen, wann arbeiten meine Leute denn? Arbeiten die jetzt mittags durch? Oder sind da eher mehr Arbeiter, die am Abend arbeiten? Um das muss ich mir gar keine Gedanken mehr machen. Erstens habe ich die Recommended Time for Performance, die fürs Funds kommt. Und zweitens, selbst wenn das mitten unterm Tag ist und das zu viele Ressourcen ziehen würde, geht Microsoft her und throttelt das. Das heißt, man hat keinerlei produktiven Einbußen in der Hinsicht. Nochmal kurz auf die Retention Policies. Man kann die einstellen, wie lange man seine Daten aufkaltet. Aber auf jeden Fall geben wir mit unserer Lizenzierung Unlimited Speicherplatz zur Verfügung, das natürlich einen enormen Vorteil hat. Man muss ja nicht überlegen, wie muss ich jetzt lizenzieren? Muss ich jetzt da 50 Terabyte für alle meine User lizenzieren? Muss ich 2 Gigabyte für den und den User lizenzieren? Ist komplett egal. Man geht einfach her und lizenziert pro User und dabei macht es überhaupt keinen Unterschied, wie viel Daten dieser eine User hat. Eine Anekdote, die ich immer ganz nett, ganz gerne sage, ist, die ganzen Sachen heißen immer Backup. Wir machen Backup-Lösungen, wir müssen immer Backup schauen und so weiter und so fort. Das Grundidee, das Grundprinzip ist allerdings ein Restore. Mir nutzt nichts, wenn meine Daten irgendwo ganz cool verschlüsselt rumliegen auf einem anderen Datenstore und ich kann mit den Daten nichts mehr anfangen. Die Daten im Optimalfall hat man mit dem Backup nichts zu tun. Das Beste wäre natürlich, wenn man ein Backup hat und es nie braucht. Das Schlimmste ist, wenn man ein Backup braucht und es nicht hat. Und das Schlimmste von den Sachen, wenn man schon ein Backup hat und nicht darauf zugreifen kann und die Daten nicht restoren kann, ist natürlich ein super GAU. Wir haben bei Balcuda auch gesagt, es soll so einfach wie möglich sein, die ganzen Daten wieder zu holen. Deswegen haben wir das mit einem Restore-Browser gelöst, der ja wie eigentlich jeder Browser oder Explorer ziemlich gleich ausschaut. Ich klicke mir da rein, klicke mir in den Admin rein und kann mir die Daten da rausholen. Das Ganze ist eine Demo-Umgebung, das dauert natürlich ein bisschen. Wir haben die Demo-Umgebung natürlich nicht so priorisiert, wie zum Beispiel andere Sachen.
Aber ich kann da zum Beispiel in meinen MyPeak reingehen und sagen, ich möchte mal schauen, was für Revisions ich für den MyPeak habe. Ganz wichtig zum Beispiel bei so Geschichten, wenn es um Ransomware geht. Wenn es jetzt heißt, okay, meine ganzen Daten sind verschlüsselt, da gehe ich rein und sage, oh, okay, da habe ich noch einen guten Stand, restore das Ganze und das Ganze kommt dann wieder retour in my original Location oder in a new Location. Bei der New Location haben wir da zwei Möglichkeiten. Entweder die New Location ist die gleiche nochmal, dann erstellen wir einfach einen Folder, der sagt Restore und dann Timestamp und dann geht das da rein. Original Location ist wirklich die Original Location und die andere New Location kann zum Beispiel ein anderer User in OneDrive sein. Und die letzte Möglichkeit, was ich noch habe, ist der Download von dem Ganzen. Klicke auf Download, kann das durch lokal mit dem Gerät, mit dem Client, mit dem ich da mich angemeldet habe in der Cloud Control, kann das da runterladen und kann mir das Bild holen. Ja, das ist es. Im Großen und Ganzen ist es das. Mehr braucht man nicht wirklich zu wissen oder zu machen, um Sachen wiederherzustellen. Weil es ist alles da. Alles, was man so braucht, ist so rum. Kann da mein MyPeak nochmal anschauen. Runterladen, passt, fertig. Kann natürlich das Ganze, die ganzen Sachen restoren oder downloaden oder nur einzelne Files, wo ich reinbrowsen kann. Kann das beim Exchange und beim SharePoint genauso machen wie bei Groups und Teams und kann mir da meine Daten holen und kann da sogar noch sagen, okay, ich weiß, ich habe am 7. einen Ransomware-Attack gehabt, vom 6. muss noch alles da sein, klicke mal auf den 6. und kann dann alles restoren anfangen. Es gibt noch ein paar andere Kleinigkeiten, die ich machen kann auf dem Cloud-Backup. Aber im Großen und Ganzen ist das wirklich alles, was man wissen muss, um ein ganzes Backup für seine Microsoft-Applications zu machen. Gut, dann nochmal die Frage, warum sollte man sich überhaupt für Barracuda entscheiden? Immer neben dem, dass wir am Microsoft-Partner der ersten Stunde sein, macht natürlich auch unsere Erfahrung in der Hinsicht einen großen Punkt aus. Aktuell sind wir bei 14.800 aktiven Kunden. Wer vor 2 oder 3 Wochen mal anderes Webinar gesehen hat, hat da nur die alten Zahlen. Mittlerweile habe ich neue Zahlen. Da haben sich Werte wie zum Beispiel die Petabytes fast verdoppelt. Da haben wir noch von 13 Petabytes gesprochen, Ende 2019. Jetzt 6 Monate später sind wir bei 25 Petabyte an Daten, die Barracuda wirklich betreut, nur fürs Cloud und Cloud Backup. Also das sind jetzt nicht die Daten, die was wir jetzt beim normalen Backup haben oder beim Message Archiver, das sind wirklich nur Cloud-to-Cloud-Backup-Daten, die wir schützen vor Ransomware-Attacken, vor aus Versehen gelöscht, vor Flies gelöscht, was auch immer. Die allerwichtigste Zahl auf dieser Sheet ist meiner Meinung nach allerdings die 8.500 Rücksicherungen jedes Monat. 8.500 Daten Sätze, die verschwunden sein, 8.500 Datensätze, die überschrieben worden sein, die einfach nicht mehr da sein. Und wer weiß, wie viel von die 8.500 Daten wirklich produktiv wichtige Daten gewesen sein. Das heißt, neben dem, dass es einfach wichtig ist, ein Backup zu haben, wir helfen da dem Kunden auch vor wirklichen Datenverlusten an sich. Ganz kurz noch zur Lizenz. Wir haben gesagt, alles ist pro aktiver User lizenziert. Inaktive User muss man nicht extra zahlen. Shared Mailboxen muss man auch nicht extra zahlen. Die ganzen Features und Updates, was wir einbauen, sind auch mit dabei. Überhaupt kein Problem. Tatsächlich wollen wir eine neue Oberfläche rausbringen. Wird irgendwann Ende des Jahres passieren. Und auch mehr Features einbauen. Wo man einfach sagen kann, wir können jetzt eben sogar noch mehr Sachen auf SharePoint für euch protecten. Großer Punkt ist immer der lokale Support. Wir haben tatsächlich Support Offices in Innsbruck und Wien. Das heißt, ihr habt mehr oder weniger deutschsprachigen Support, so deutschsprachig wie ich halt bin. Aber man wird jetzt nicht unbedingt, beispielsweise, klassisches Beispiel, man wird jetzt nicht unbedingt nach Indien weitergeleitet und man muss mit indischen Kollegen rumarbeiten.
Ich meine, wir haben Support Offices in Indien auch. Wenn ihr mit den Indern arbeiten wollt, ist das auch überhaupt kein Problem. Wir haben in UK Support Offices, in den USA. Wir sind weltweit vertreten. Das heißt, man kann uns auch 24/7 erreichen zu Supportzeiten. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, wenn man da mal bei so einem Data Breach drinnen ist. Dann braucht man auch irgendeinen Ansprechpartner, beziehungsweise zumindest jemanden, dem man sein Leid klagen kann. Und das kann man 24/7 bei Barracuda Support definitiv machen. Unsere Key Takeaways für heute sind im Großen und Ganzen, dass wir bei Barracuda die einfachste und schnellste Lösung für Microsoft 365 Kunden haben. Wir bieten unlimitierten Speicher. Es ist ein granularer und einfacher Restore für alle Daten, was wir haben. Ein schnelles und unkompliziertes Backup. Das sind die Sachen, mit denen ich heute heimschicken möchte. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen und Antworten. Der Stefan fragt, ob es eine Trial Subscription vom Cloud-to-Cloud-Backup geben, wo man es im gewissen Zeitraum testen kann. Ja, gibt's. 14 Tage kann man das testen über unsere Webseite beim Produkt Cloud-to-Cloud-Backup ganz nach unten scrollen. Da gibt es ein Trial für 14 Tage. Für wie viele Microsoft 365 User kann man Barracuda in der Praxis einsetzen? Fragt Ada Stefan. Unser derzeit größter Kunde, über den ich reden darf, liegt ungefähr bei 18.000 Usern, die wir aktuell haben. Es gibt kein Hard Limit für das. Von dem her müssen wir uns anschauen, wie die Performance dann ausschaut. Aber der größte Kunde, da, über den ich reden darf, von dem läuft es. Der Stefan mit PH fragt, ob alle DSGVO-Unterlagen einfach verfügbar seien. Ja, mittlerweile schon. Wir haben Anfang des Jahres ein eigenes Portal dafür eingerichtet. Das ist unser Trust Center. Das ist verfügbar unter barracuda.com/legal/trust-center. Da sind alle Daten, was man für die DSGVO braucht, vorhanden. Man kann da die aktuellen Zertifizierungen, die unsere Datencenter haben, runterladen. Und viele andere Informationen, was man einfach für gute Compliance braucht. Jochen fragt, ob es möglich ist, einzelne E-Mails zu restoren. Ja, das habe ich euch jetzt leider nicht gezeigt, aber ja, man kann bis auf Mail-Level runterbrowsen und das einzelne E-Mail als beispielsweise EML-File runterladen oder natürlich in ein anderes Postfach restoren. Der Alexander Karls fragt, ob man Cloud Storage neuerdings auch für klassische Backups verwenden kann. Na, das Cloud-to-Cloud-Backup ist wirklich nur für Microsoft 365. Es ist wirklich nur dafür ausgelegt, um andere Cloud-Provider zu backuppen und nicht On-Prem-Produkte zu machen. Wir haben allerdings das On-Prem-Produkt, das Barracuda Backup Service, das genau dafür zuständig ist. Das gibt es als Appliance und als virtuelle. Die Präsentation wird aufgezeichnet und wird es dann auf YouTube geben. Wir können da sicher die Links ausschicken. Das macht dann die Antje, die kann euch das sicher genauer sagen. Im Nachgang eine E-Mail geben an alle Beteiligten und alle Teilnehmer mit dem Link eben auch zum YouTube-Video. Gut, und dann. Der Siegfried fragt nur, ob bei Mails auch Termine und Kontakte gesichert werden. Ja, Siegfried, es werden auch Termine und Kontakte gesichert. Ja, wir sind jetzt genau in der Zeit, es ist genau 11. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann könnt ihr die gern an dachsales@barracuda.com schicken, dann können wir sie beantworten. Vom Bernd habe ich auch noch die E-Mail-Adresse drauf und mir reicht es auch über dachsales, falls was wäre. Ja, in dieser Hinsicht würde ich sagen, das ist jetzt soweit einmal so gut, so weit, so gut. Das nächste Webinar, was wir machen bei Barracuda, sind die Neuigkeiten der Microsoft Inspire mit Barracuda. Und in dem Sinn würde ich sagen, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Nachmittag bzw. Mittag.
Mahlzeit und vielen Dank für Ihre Zeit.